Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Shan und ihr seht schon, wir wollen heute wieder miteinander basteln. Ich habe mir wieder ein kleines Projekt überlegt gehabt. Diesmal möchte ich mit euch ein Fotofolio basteln. Ja, wie würde ich das übersetzen? Im Prinzip ist das so eine Art Fotoheftchen, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht mit, es hat jetzt nicht so ein Hardcover wie die letzten Alben, die wir zusammen gebastelt haben. Da haben wir ja immer so einen Karton mit reingemacht, also so ein richtig festes Cover. Das jetzige Projekt wird das nicht haben. Das ist im Prinzip ja wie ein Heftchen. Und ja, auf der Basis von Briefumschlägen, also in der Reihe Briefumschlagalbum, möchte ich da wieder ein kleines Projektchen mit euch starten. Ich weiß nicht, wie viele Teile es werden. Ich weiß nicht, inwieweit ich wieder viel quassel. Auf jeden Fall, was habe ich dazu benutzt? Ich habe benutzt 7 von diesen hier. Also das ist dann C5, glaube ich. Also die Briefumschläge, das ist immer C. C5-Umschläge, diese sind hier mit so einem Selbstklebestreifen. Meine habe ich jetzt hier aus dem Action. Die tun es für mich für diesen Fall. Und dann einmal noch die C5-Umschläge, genau, jetzt musste ich überlegen. Davon habe ich auch 2 benutzt. Und was habe ich gemacht? Also als erstes, was ich gemacht habe, ich habe mir meine Briefumschläge zugeklebt. Ja, alle zugeklebt. Und dann habe ich sie mir gekürzt auf 15,5. Also diese hier sind ja 23, normal 23 cm bei 16 cm. Und da ich ja wieder, ja, Designpapier ist ja dann, entweder müsste ich ein größeres Blatt einschneiden oder ich nehme jetzt eins von den 30 bei 15 cm und da ich ja ein, also 5 mm Rand drumherum haben möchte, habe ich mir meinen Briefumschlag im Prinzip gekürzt auf 15,5. Das habe ich mir schon vorbereitet. Also im Prinzip sieht das bei mir dann so aus. Hier habe ich dann aufgeschnitten. Seht ihr? Ja, hier ist es zugeklebt. Seht ihr die kleine Lasche? Ja. Und das habe ich mit 6 Briefumschlägen gemacht. Wie gesagt, wir brauchen 7. 6 habe ich so aufgeschnitten und einen habe ich in der Mitte geteilt. Das heißt, ich habe dann bei 8 cm mit dem Briefumschlag einfach durchgeschnitten. Was habe ich noch mehr gemacht? Auch die 2 kleinen Briefumschläge habe ich mir zugeklebt. Einen habe ich mir in der Mitte durchgeschnitten, dass ich 2 Teile hatte von 8 cm, glaube ich. Habe ich. Messen wir noch mal kurz nach. Dumdi-dumdi-dai. Wo hat sie schon versteckt? Genau, dann habe ich im Prinzip 2 solcher Teile. Seht ihr? Das wären dann auch 2 kleine Taschen. Und was habe ich noch mehr gemacht? Also im Prinzip ist das. Da habe ich sie durch die Mitte. Und da habe ich sie durch die Mitte. Da, das sind die Teile. Und die anderen habe ich, wie gesagt, gekürzt. Und dann, was habe ich noch gemacht? Ach ja, die Bindung. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich mir im Prinzip wieder die Klebestreifen gemacht. So wie wir das letzte Mal das auch gemacht haben. Ich habe auch, glaube ich, was vorbereitet, dass ich euch das nochmal kurz zeigen kann, wie ich das mache, weil da mal die Frage aufkam, wie ich das genau geklebt habe. Im Prinzip ist es total easy peasy. Es ist ein bisschen frickelig, das gebe ich zu. Im Prinzip habe ich mir meinen Streifen zugeschnitten auf 23 cm mal 5 cm, da mein Klebeband 5 cm ist. Ich hoffe, dass es jetzt bei mir funktioniert, wenn ich euch das vor der Kamera zeigen möchte. Und dann mache ich mir das, rolle ich es mir im Prinzip ein ganz klein bisschen ab. Lege ich mir das hier schon ein bisschen halbwegs gerade hin. So. Und halte es mir so grob drüber. Jetzt kann ich selber meine Nase nicht genau drüber halten. Ich hoffe, dass es hinhaut. Und lege ich mir das einfach an. Jetzt sehe ich hier schon, dass ich es hier ein bisschen knapp gemacht habe. Dann drehe ich es mir einfach rum. Auf jeden Fall feststreichen, Leute. Feststreichen ist die halbe Miete vom Klebeband. Das ist echt super wichtig. Und dann schneide ich mir das hier einfach mit meinem Cuttermesser einfach ab. Super easy peasy. So. Dann habe ich mir eine Falz gemacht in der Mitte natürlich. Das ist dann im Prinzip bei 2,5 cm. Jetzt habe ich bei meinem Falzbrett, ihr wisst, ich habe das von Scorpile, kann ich unten euch auch nochmal verlinken, keine Falz bei 2,5 cm. Was ich dann mache immer. Ich lege mir das quasi oben an meiner Falz an und nehme mir hier die Falz bei 0,5. Lege mir die hier genau am Rand an. Ist dann ein ganz, also wenn er genau in der Mitte haben möchte, dann müsstet ihr die Kante im Prinzip in die Mitte der Rille legen. So. Und für mich einfacher halber mache ich es einfach, dass ich hier die gerade Linie habe. Also ich lege es außen an der Linie an. Ihr könnt es aber auch mittig anlegen, dann ist es ganz genau. Für mich reicht es aber, wenn ich das an der Kante anlege. Und dann nehme ich es einfach bei 3 cm und mache mir meine Falz.
Das Klebeband ist recht stark, also da ist ein Gewebe drin. Da müsst ihr nicht Angst haben, dass es so schnell reißt. Trotzdem ein bisschen mit Gefühl falzen. Das ist immer ein bisschen, also Fingerspitzengefühl darf man immer haben. Dann knicke ich es mir im Prinzip rum, dass ich da schon meine Falz ein bisschen habe. Man sieht auch schon, dass es ein bisschen doch außer mittig ist. So, aber das macht ja eigentlich gar nichts, weil im Prinzip ist das ja nur unsere Verbinderlasche. Was ich dann immer noch ganz gerne mache, ist, dass ich mir quasi meine Ecken schräg schneide. Und das hat den Grund, dass ich dann nicht so auf so eine Ecke drauf gucke. Weil mit 45 Grad, da ist das immer doch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen angenehmer anzuschauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich hier von der Ecke, also auf die Ecke zu. Ich habe es mir jetzt einfach halbe zusammengeklappt. Und so wird das dann mein Verbinder zwischendrin. Das machen wir dann im Prinzip mit all unseren Klebestreifen. Wie viele Klebestreifen brauche ich? Ich brauche Klebestreifen 23 x 50, 50 mm. Also, ja, ich bin es doch gewohnt, in Millimetern anzugeben durch mein Tischlerhandwerk. Und zwar ist es 23 cm x 5 cm. Ich schreibe es euch unten auch nochmal in die Infobox. Und wir brauchen 4 Streifen von den kurzen für unsere kleinen Briefumschläge. Die sind dann genau, ich kann es euch auch nochmal in die Infobox, 11,4. Ich habe es einen Millimeter kleiner gemacht, dass mir nichts in nichts dann stört. Und die falzen wir auch wieder in der Mitte. Und noch mehr? Ne, erstmal nicht. Dann können wir erstmal anfangen, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Also im Prinzip gehen wir wieder so vor wie das letzte Mal. Und dann nehme ich einfach meinen Streifen hier, den ich schon ein bisschen schräg geschnitten habe, bereiten wir uns gleich nochmal zwei andere vor, dass wir auch ein bisschen durcharbeiten können. Soll ja nicht langweilig werden bei uns. So. Und wem das zu lange dauert, der kann das gerne vorspulen. Da haben wir das letzte Mal schon nochmal drüber gesprochen. Und dann zeige ich euch einfach, wie ich das meine, dass wir das da reinkleben. Im Prinzip verbinden wir unsere Umschlagteile, nenne ich sie jetzt mal, also unsere Units, mit dem Klebeband. Das heißt, das ist dann im Prinzip unsere Bindung. Wo ich darauf achte, ist, dass meine Öffnung vorne ist, weil ich die dann später noch benutzen möchte. Die zeige ich euch wahrscheinlich im nächsten Video. So, auf jeden Fall klebt das Klebeband richtig gut. Da hatten wir es das letzte Mal auch schon mal drüber. Und dann lege ich mir das hinten schön am Rand an, oben und unten auch, und streiche mir das erstmal fest. So. Wie gesagt, feststreichen ist die halbe Miete. Darauf, dass das Klebeband immer eine schöne Verbindung mit eurem Grund eingeht, dass ihr später da auch wirklich Freude dran habt. So, und dann nehmen wir uns, also als erst angefangen habe, habe ich meine erste Seite im Prinzip mit einem Ganzen. Jetzt nehme ich den halben Briefumschlag, den ich mir so recht geschnitten habe, also von dem C5, einen halben, lege ich mir den hier drüben an und möchte mir das jetzt auch hier drüben schön ankleben. So, im Prinzip achte ich auch wieder drauf, dass meine offene Seite vorne ist, dass ich es dann auch als Tasche nutzen kann. Und dann schauen wir wieder, dass wir oben und unten halbwegs gleich und hinten schön am Rand. Und dann streichen wir das Ganze auch wieder fest. Jetzt haben wir hinten noch eine kleine Ecke Klebeband rausgucken, das macht gar nichts. Das ist dann für später dann nur noch umso besser. Dann klebt nämlich dann unsere Bindung hinten dran auch noch schön. So, dann streichen wir es schön fest. Dann haben wir nämlich noch ein ganz klein bisschen Zwischenraum, weil unser Album wird ja bestimmt auch voller. So, schneide ich mir wieder meine 45 Grad Ecke und klebe mir mein nächstes Teil dran. Dann nehme ich wieder als erstes meinen Klebestreifen. Ziehe mir wieder bis zur Hälfte ab. So. Leg es mir wieder an. Und so machen wir jetzt erstmal unser Grundteil. Und ich denke, wenn unser Grundteil fertig ist, mache ich den Cut und dann machen wir ein nächstes Video. So, wieder schön hinten anlegen. So. Und feststreichen. Können wir uns das Teil wieder abziehen. Oh, da geht
die Schutzfolie, reiß die Schutzfolie ein. Und dann nehme ich mir diesmal wieder einen ganzen Umschlag, weil ich es ein bisschen im Wechsel haben möchte. So, dann lege ich mir meinen Umschlag wieder schön oben, unten, hinten an der Kante, schön an. So, und streiche das Ganze auch wieder schön fest. So, kann ich es nochmal kurz aufklappen. So, und da habe ich auch schon drauf geschrieben gehabt. Seht ihr noch eine Notiz von mir? Hätte ich ja eigentlich wegradieren können. Aber okay, es ist wie es ist. Und so ist gut. So, okay. Dann wollte ich auch wieder was anderes. Jetzt habe ich gesehen, jetzt habe ich den einen Briefumschlag, habe ich euch noch gar nicht gesagt, den wollte ich eigentlich oben öffnen. Oben öffnen, da schneide ich mir jetzt einfach hier. Den schneide ich mir jetzt einfach zurecht. Der ist 16 cm und ein paar zerquetschte ist der. Dann schneide ich mir das einfach bei 16 cm hier einfach ab. Einfach ganz pauschal jetzt mit dem Cuttermesser, weil mein Papierschneider drüben auf der anderen Seite ist. Im Prinzip ist dann das. Und da fällt mir gerade auf, dass ich dafür gar keinen Papierstreifen habe. Muss ich mir kurz zwei Papierstreifen schneiden und dann bin ich sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Wie gesagt, kurz die Papierstreifen zugeschnitten. Ich schreibe es euch unten auch nochmal in die Infobox. Und zwar brauchen wir dann 16 bei 50. 2. Und als erstes mache ich jetzt das wieder so, dass ich mir das hier an den kleinen Umschlag dran klebe. Achtet drauf, dass, ja, momentan ist es noch nicht wichtig. Wenn wir es dann an die anderen Teile machen, dann ist es schon wichtig, dass die Öffnung dann oben ist, weil sonst fallen euch eure kleinen Texte dann raus. Auf jeden Fall klebe ich auch hier wieder oben, unten und hinten schön an den Rand. Streich mir das schön fest. Dass es eine schöne Verbindung eingeht. Und ihr werdet sehen, wenn ihr dann Designpapier draufklebt, ihr werdet davon nichts mehr sehen. Das werdet ihr sehen. Ja. Schon ist heute wieder super witzig. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder. Manchmal ist das Abhobeln der Ecken ein bisschen frickelig. So. Auf jeden Fall. Das mit dieser Bindung, mit dieser Klebstreifenbindung, da bin ich momentan ziemlich fasziniert von. Das macht mir momentan eigentlich ganz schön Spaß und ich denke auch, dass das für euch relativ einfach umsetzbar ist. Also das Zeug hat eigentlich fast jeder zu Hause. Also jetzt nicht unbedingt das Klebeband, aber Briefumschläge, Klebeband, Kopierpapier. Also ich glaube, das ist so ein bisschen bei jedem Bastler im Haus. Das heißt, da kann man sich auch mal abends dazu entschließen, dieses Projekt anzufangen. So, jetzt habe ich im Prinzip meine zwei Klebelaschen jetzt hier dran. Jetzt nehme ich mir meinen Teil, was wir jetzt schon angefangen haben mit den Briefumschlägen. Und jetzt überlege ich, ob ich das hier oben bündig haben möchte, unten bündig. Was ich gerade auch gesagt habe, dass wir die Öffnung oben haben. Und ich glaube, ich möchte es ein bisschen mittig haben. Und dann ziehe ich mir einfach einen Klebestreifen an einer Seite ab. Lege ich mir das so hin. Hier ist oben. Hier ist oben. Ja, nochmal kontrollieren. Für den Fall der Fälle. So, und dann lege ich es mir so ungefähr in die Mitte. Es wird nicht haargenau sein, aber so, dass es für mich okay ist. Dann lege ich es drauf und schreibe das wieder fest, das ganze Spielchen. So. Und dann machen wir das Gleiche. Auch nochmal mit einem anderen. So, jetzt sehe ich hier gerade, dann haben wir da eine kleine Lücke. Mal sehen, wie wir das noch lösen. Da fällt uns später auch noch was ein. Ups. Oder machen wir es besser so. Dass wir das jetzt so rumklappen, ist vielleicht... gefällt mir auch noch nicht ganz. Ist ein ganz klein bisschen tricky. Oben, unten. Und dann ist der Drops gelutscht. So, hätten wir das. Ja. Und dann habe ich mir wieder überlegt, dann wollte ich wieder einen halben. Genau, dann wollte ich den halben wieder. Da braucht man wieder zwei ganze. Auch wieder schräg wegschneiden. Schräg wegschneiden. Das Ganze machen wir hier auch gleich. Dann kann man ein bisschen zügig durcharbeiten. Und die Reihenfolge bleibt sich ja im Prinzip egal. Das ist jetzt einfach die Reihenfolge, die ich mir überlegt hatte, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist und sich doch
am Ende doch nochmal wiederholt, dass es auch halbwegs überschaulich ist für jemanden, der jetzt ja nicht so vom Scrapbooken ist. Also manchmal, wenn man ganz auf jeder Seite was anderes Tolles hat, dann ist das für jemanden, der nicht selber scrappt, teilweise schwierig zu durchschauen, wo man dran ziehen kann und wo nicht. Also von dem her versuche ich dann die letzte Zeit auch oft, das ein bisschen überschaubar zu halten, dass man es begrenzt auf 2, 3 verschiedene Sachen, die sich dann am Ende wiederholen, die man ja auch durch das Variieren des Designpapiers auch immer ein anderes Aussehen verleihen kann. So. Ich lese mir einfach halber wieder so rum, dann kann ich besser gucken. Lege es mir oben, hinten und unten wieder schön am Rand an. So. Und streiche mir das Ganze wieder fest. Jawohl. Können es auch nochmal aufmachen, dann gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Dann können wir uns hier auch das wieder abziehen. Dann nehmen wir den halben, den wir haben. Achtet darauf, dass, wie gesagt, die Öffnung immer da ist, wo ihr sie haben wollt. So. Auch wieder oben, hinten, unten. Also ihr seht schon, es ist wirklich easy peasy und ratzifatzi gemacht. Da habe ich auch schon drauf geschmiert, aber das sehen wir nachher nicht mehr. So, dann gehen wir mit der vorletzten Seite. Und dann kommen noch unsere 2 kleinen halbierten Briefumschläge. Die wollen wir dann auch noch integrieren. Ups, ups. So. Das Klebeband, das ist gut. So, wie weit sind wir mit der Zeit? 16 Minuten, okay. Ich versuche mich jetzt etwas kurz zu halten. Hinten, oben, unten. Gleichlegen und feststreichen. Ups. Und der Streifen, den hat schon aber wirklich sehr außermittig gefalzt. So, dann nehmen wir unseren vorletzten großen. Im Prinzip ist das unsere vorletzte Seite. Achtet wieder drauf, dass eure Öffnung vorne ist. So, dann lege ich es mir wieder drauf. So. Und dann ist das schon fast fertig. Wir sind fast am Ende, Leute. Ich habe jetzt nur noch meine 2 kleinen, die ich jetzt hier integrieren möchte. Und zwar sind das im Prinzip, möchte ich sie unabhängig voneinander klappen können. Deswegen habe ich mir die kleinen Streifen gemacht, die ich noch nicht gefalzt habe. Die Schan. Falte ich sie mir kurz noch. Einen Moment, ich falte sie mir kurz und dann bin ich gleich wieder da. So, also ich habe mir meine Teile jetzt vorbereitet gehabt. Im Prinzip sind die 2, das sind ja 2 C5 Umschläge. Die sind dann in der Länge im Prinzip genau das gleiche wie unser, nee, es sind C6 Umschläge, liebe Schan. Die kleinen Umschläge geben dann in der Länge im Prinzip halbiert dann das gleiche Maß wie der C5 Umschlag. Das habe ich mir zu Nutzen gemacht, dass ich im Prinzip jetzt 2 nebeneinander oder übereinander machen kann. Wie gesagt, sind beide, oder war ein Umschlag, einer von den kleinen hier, den ich mir halbiert habe. Und dadurch, dass ich sie unabhängig voneinander klappen möchte, mache ich sie auch unabhängig voneinander fest. Ich gehe jetzt auch wieder so vor, dass ich, wie vorhin bei dem kleinen, dass ich es mir erstmal hier an den Umschlag festmache. Ich glaube, da habe ich am Ende mehr Freude, weil ich ein bisschen besser rankomme. Auch wieder feststreichen. Das lassen wir dran. So bereiten wir jetzt unsere 2 wieder vor. Unsere 2 Seiten und dann kleben wir es rein. Also ich denke schon, dass das für euch ein schönes Projekt ist. So. Auch hier wieder oben, hinten und unten. Schön anstreichen. Ich hoffe, ihr habt nicht ganz so oft meine Haare im Bild. Und so. Das Ganze machen wir mit unserem 2. Umschlag auch, dass wir beide gleichzeitig reinkleben können. Und dann kommt eigentlich nur noch unser letzter Umschlag. Und dann machen wir hinten einfach nur das zu. Das zeige ich euch auch noch. Und alles andere kommt dann im nächsten Teil, den ich wahrscheinlich dann etwas später, entweder die Woche drauf oder... Weil eigentlich ist ja mein Upload-Tag Montag. Die letzte Zeit habe ich auch ab und zu mal donnerstags noch was gemacht. Ist, je nachdem, wie die Zeit es mir zulässt. So.
Weil ich muss dann demnächst auch wieder anfangen zu arbeiten, dann ist der schöne Urlaub vorbei. So. Okay, nehmen wir unser Teil, wo wir hier schon unsere Sachen reingeklebt haben. Sieht schon ganz cool aus, finde ich. Und dann ziehe ich mir meinen Klebestreifen hier ab und lege mir das oben wieder schön an meine Kante an, dass ich ungefähr eine. Nein, 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 nicht beim letzten noch, nicht beim letzten noch. Fange ich noch an zu schwitzen hier beim letzten. Das letzte Teil will mich doch nicht ärgern. So. Also ihr seht, erst wenn man wirklich angedrückt hat, klebt es ordentlich. So. Machen wir hier genau das gleiche. Legen wir uns auch wieder schön am Rand an. Und hinten auch. So. Und dann ziehen wir uns beide hier so ab. Dann brauche ich meine letzte Seite. Wo ist meine Öffnung? Hier ist meine Öffnung. Und dann müsste ich mir beide Laschen ein bisschen runterhalten. Hinten, oben, unten. Und dann feststreichen. Und dann haben wir unser kleines Häftchen fertig. So. Was ich mir dann überlegt habe, dass wir das hinten ein bisschen zumachen, ist im Prinzip auch ein solcher Klebestreifen. Ich wusste dann nicht ganz, wie viel ich brauchen werde. Aber an einem habe ich genug. Den werden wir uns jetzt hier hinten einfach rumkleben. Den habe ich nicht gefalzt. Der ist nicht gefalzt, Leute. Der soll sich dann so ein bisschen biegen wie, keine Ahnung, Buchbinderlein. So ein bisschen. Im Prinzip ist da ja auch Art Band drin. Die ist ein bisschen, ja, dass ein bisschen die Bewegung mitgeht. Ich klebe mir das im Prinzip hier auf mein Stück hier vorne drauf und hoffe, dass ich etwas gerade bin. Ach, ich habe es jetzt auch nicht auf 45 Grad geschnitten, fällt mir gerade auf. Naja, es dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Und dann knicke ich es mir ein bisschen rum, also dass ich es mir hier ganz sanft eigentlich, ich habe es ja nicht gefalzt, dass ich mir im Prinzip mit der Dicke meines Heftchens im Prinzip mitgeht. Und dann mache ich das hier genauso. Ich streiche es einfach ein bisschen fest, so dass es, ja, hier seht ihr schon, hier ist es ein bisschen nicht ganz so dolle geklebt. Mal sehen, ob wir es nochmal abkriegen. Ne, da reißt mir das Papier ein. Kleben am Ende noch Designpapier drüber. Ist jetzt kein, nicht so schlimm. Guck, das konnte er noch ein bisschen rausreiben. Das ist das, der Vorteil an dem, an diesem Klebeband, was ich so mag. Oben und unten ist es gleich. Hier seht ihr jetzt, im Prinzip ist das hier hinten so ein bisschen gebunden wie ein Buch, wie ihr das kennt. Und dann wäre das unser Grundstock, den wir dann im nächsten Video etwas verschönern werden. Vielleicht hat es dem einen oder anderen schon ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, schaltet das nächste Mal nochmal ein. Vielleicht lohnt es sich für euch. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich freue mich immer drüber. Abo ist kostenlos für die, die das nicht wissen. Und die Leute, die auch wirklich auf dem neuesten Stand bleiben wollen, die können auch gerne die Glocke anmachen. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Shan. Ciao, ciao.